Das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System dient dazu, den Flüssigkeitshaushalt, auch Elektrolythaushalt, im Blut zu regulieren. Somit nimmt es eine sehr wichtige Funktion ein, nämlich den Blutdruck im Körper zu steigern. Das Ganze passiert durch eine Kaskade von Hormonen und Enzymen, die miteinander chemisch reagieren, sodass eben letztendlich eine ganz besondere Substanz, ein Hormon freigesetzt wird, welches zur Blutdrucksteigerung führt. Das Ganze beginnt, indem die Zellen des juxtaglomerulären Apparates, das sind Zellen innerhalb der Niere, in der Lage sind, den Blutdruck zu messen. Immer dann, wenn der Blutdruck sinkt, dann produzieren diese Zellen Renin, welches ins Blut abgegeben wird. Im Blut trifft Renin dann auf Angiotensinogen. Das wiederum wird in der Leber gebildet. Und Renin als Enzym spaltet jetzt Angiotensinogen zu Angiotensin 1. Angiotensin 1 wiederum wird durch ACE, also das Angiotensin Converting Enzyme, welches in der Lunge hergestellt wird, zu Angiotensin 2 überführt. Und um genau dieses Hormon geht es. Angiotensin 2 hat erstens eine stärkste vasokonstriktorische Wirkung im Körper. Das heißt, die Gefäße ziehen sich zusammen mit dem Ziel, der Blutdruck steigt. Und Angiotensin 2 ist ebenfalls in der Lage, an der Nebenniere Aldosteron freizusetzen. Und Aldosteron wiederum ist ein Hormon, welches am Tubulusapparat der Niere eine Wasser- und Natriumrückresorption ins Blut bewirkt. Somit haben wir zwei Effekte. Einmal mehr Wasser und Natrium im Blut, der Blutdruck steigt. Und zum anderen durch die Vasokonstriktion ebenfalls eine Blutdrucksteigerung, was ja das letztliche Ziel ist. Und alles verstanden? Wenn du noch Fragen hast, auch zu anderen medizinischen Themen, dann schau doch mal in unser Wissenscampus, Frag Margit. Hier könnt ihr Fachfragen stellen, die wir euch beantworten. Ihr könnt in unserem Fachfragenarchiv stöbern, in dem wir interessante medizinische Zusammenhänge erklären. Auch schriftliche Fragen der vergangenen Jahre könnt ihr hier absolvieren, wenn ihr wollt, nach Themen sortiert oder im Original. Mündliche Prüfungen könnt ihr ebenfalls einsehen. Über eine positive Bewertung würde ich mich freuen und noch viel mehr, wenn ihr mich abonniert. Um kein neues Video zu verpassen, aktiviert die Glocke. Folgt mir auch auf Facebook und Instagram.